Thomas, den habe ich gestern gelöscht. Wegen Triggern. Und jetzt schickt er einfach. Mal gucken, ob er mich anschreibt und sagt, ey, aus dem Karton raus, du. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir befinden uns natürlich immer noch mitten im Umzug. Verzeiht bitte die super Hall-Thomas-Aufnahme. Das überall, wo Thomas ist, ist Hall. Er hat einen Finger für mich. Und Thomas möchte heute das Titel Pokémon bestimmen. Wir maxen natürlich wieder 6 Pokémon, ein Titel Pokémon, was wir wählen, 5 Pokémon, Vorschläge aus der Community, Voraussetzung, ich habe ein 100%iges davon und genügend XL, um das zu maxen. Thomas sitzt hier und warum auch immer hat er gesagt, nimm doch die 3 Affen. Ich weiß nicht, wieso er da jetzt auf die 3 Affen aus ist, weil er sich den ganzen Tag auf der Brust rumtrommelt. Wir gucken jetzt einfach mal hier rein. Die 3 Affen, 4 Sternchen eingegeben. Und wenn ich hier Grill eingebe. Mensch, wie an Silvester. Hä? Das ist übrigens der kleine Karton, den die Mama mitgebracht hat. Grill Cheetah ist schon auf 50. Das können wir also nicht maxen. Was war's? Vigi Cheetah ist schon auf 50. Das können wir nicht maxen. Bleibt eins übrig, Thomas, und das ist was? Soda Cheetah. Der Soda Cheetah, der cheatet also immer beim Wasser trinken und den werden wir jetzt maxen auf Level 50 für den Thomas. War ja auch Event erst, wo die 3 Affen da waren. Deswegen brandaktuell hat der Thomas sich gedacht, wählt er das aus für Max Out Monday für Level 50. So. Dann haben wir da den Tag dran und können jetzt mal in die Kommentare gucken, was habt ihr denn vorgeschlagen? Was ich komisch finde, normalerweise ist man hier auf YouTube gegangen und dann waren da halt Kommentare und man konnte immer hier auswählen zwischen Top-Kommentar und neueste Kommentare. Ich bin immer auf neueste und bin dann bis runter, aber irgendwie steht jetzt nichts mehr davon da. Und vorhin war noch ein Kommentar, der stand vor einem Tag oder vor 3 Tagen. Jetzt ist das letzte vor 5 Tagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Naja, jetzt steht hier zwischendrin vor einem Tag. Also selbst die Reihenfolge passt nicht mehr. Keine Ahnung warum, keine Ahnung was sie machen. Thomas, das ist alles Mist. Du gehst hier drauf und normalerweise machst du Neueste zuerst, gehst bis runter und hast den Ältesten jetzt. YouTube dribbelt das System und sagt, nö, wir machen random, wir ziehen jetzt die Leute, die da dabei sind. Wir haben Jochen Strehl, der sagt Ibitak. Irgendwie dachte ich, Ibitak haben wir schon gemacht. Wir drücken mal drauf auf Ibitak. Ibitak ist Level 50. So, kriegt Jochen natürlich keinen Punkt. Wir ziehen weiter. Gucken mal hier nach Osman Pam. Also das ist schon der Vorschlag. Der Vorschlag kommt von Albus. Thomas, was ist Osman Pam? Keine Ahnung. Ich gebe mal Osman ein, pass auf. Osman, habe ich nicht auf in 100%. Also zieh mal weiter. Hennessy sagt, Raupi. Hast du jetzt einen Osman? Was? Einen Osman Pump oder was? Smetbo ist auf 50, Safcon ist auf 50, Raupi ist auf 50. Da hat mir wieder einer die letzte Folge nicht geguckt. Dann haben wir Baloo. Der sagt, Togepi, Burmadam, Fleckmon, Quiekel. Dazu werden wir auch gleich noch was sagen. Es gab nämlich Beschwerden von Marc und der hat gesagt, so ein Schmarren, dass die Leute immer 10 Sachen hinschreiben in der Hoffnung, dass ein was richtig ist. Deswegen wird es ab nächstem Mal so sein, dass nur noch zählt, wenn ihr einen Vorschlag macht. Ja? Ein Pokémon schreibt ihr drunter. Jetzt gibt es die Schlauen, die schreiben trotzdem 10 drunter, aber in 10 extra Kommentare. Da hat der Marc noch nicht gemeckert. Also macht 10 extra Kommentare, dann kann ich wenigstens einen nach dem anderen dran nehmen. Was habe ich jetzt? Togepi, Burmadam, Fleckmon, Quiekel. Burmadam. Burmadam ist halt doof, weil da gibt es halt wieder so viele. Burmadam, wir haben beim letzten Mal, glaube ich, Moterbe gemaxt. Jetzt haben wir Burmadam. Thomas, möchtest du das Trashige, Sandige, meine ich? Nee, möchtest du das Grüne, das Trashige oder das Gelbe? Wir nehmen es Gelbe. Das Gelbe, das Sandige, ein sandiges Burmadam gemaxt auf 2005 in Kooperation Baloo und Thomas. Machen wir jetzt auch hier auf 50, gefühlt hängt einfach alles.
Ja, ist der erste Vorschlag aus der Community, sind also noch 4 offen. Garados Pro sagt Paras. Jetzt gucke ich mal bei Paras. So, Parasek ist auf 50, Paras nicht. Ach komm, wir pushen einfach Paras, sind wir mit dem durch. Wieso hast du nicht bei Habitat geguckt, als Ibitak war? Das weiß ich auch nicht genau. Wir pushen einfach mal Paras. Wir machen hier die 100 auch noch weg. Dass das so drin steht, ist der zweite Punkt. Es sind also noch 3 übrig. Paras kommt auch auf 1150. Sieht fett aus. Borki, mein Vorschlag, Burmadam, Sandumhang. Haben wir nicht gerade das Gelbe gemaxt? Borki, bedank dich bei Thomas. Wir haben das Gelbe gerade gemaxt. Black Vibercat sagt Melmetall. Kann man nochmal kurz zeigen, damit es auch keiner mehr vorschlägt. Ist gemaxt auf Level 50 in 100%, kommt auf 4069. Shinox sagt, Simsala, Nebulak, Shinox. Das passt zu mir, der dicke Bauch, das globst du doch selber nicht. Grüße, Polen-Wodka müssen wir zur Bingle-Party leeren. Simsala, ich weiß, also eigentlich denke ich, dass ich die ganze Reihe schon mal durch habe. So, Simsala ist auf 50, Kadabra ist nicht auf 50, Abra ist auch nicht auf 50. Ich würde mal fix einen Kadabra maxen, damit wir da weiterkommen in dieser Familie. Wer schlau ist, schlägt also Abra vor beim nächsten Mal, weil er genau jetzt sieht, dass das fehlt in der Familie. 2328. Der wievielte Vorschlag war das jetzt? Der dritte. Kadabra, Burmadam, Paras. Zwei sind noch übrig. Ja, von den Zuschauerdingern. Laura Maisch sagt, ich schlage Pontiac vor. Ihr könnt doch kein Auto pushen. Ne? Ich gebe jetzt einfach mal Pontiac ein. Das ist, ich kann es leider nicht ändern. Pontiac. Pontiac habe ich nicht auf 100. Tobias Reuter sagt Burmi, Gala Fleckmon. Jetzt möchte ich mal nochmal hier in die Gala-Reihe gucken. Fleckmon. Wir können natürlich auch die Burmi-Reihe voll machen. Ne, machen wir nicht. Gut. So. Das ist voll, das ist voll. Das ist nicht voll. Das auch nicht. Das ist hier. Gala Fleckmon ist auf 50. Ach, ich gehe doch lieber zum Burmi. Ja, aber da blicke ich gerade nicht durch und deswegen nehme ich zur Burmadam, wenn wir schon die Sandige gemacht haben, eben einen Sand-Burmi und dann haben wir Burmi auch mal gemaxt, dass wir von jedem eins haben und haben uns halt für die gelbe Version entschieden, für die Sandige, kommt auf 552. Es ist, du bist mit den Gedanken komplett woanders, dann raschelt und knackt und wurschtet die ganze Zeit hier rum. Guckt euch das doch mal an. So müsst ihr arbeiten, wenn da so ein Stinktier hinter euch rumwühlt und den ganzen Müll aus dem Mülleimer rausfischt. Adi Schatz, es ist so laut, es lenkt so ab. Burmi und einen Vorschlag können wir noch machen. Hier haben wir Mark niemals. Fair wäre es, wenn man endlich nur einen Vorschlag machen darf. Die ersten 5 hauen 20 Pokémon raus, dazu 8, die schon gemaxt sind. Man wird also belohnt, wenn man zu Hause sitzt, wartet bis das Video online kommt und haut willkürlich 3 Pokémon-Namen ins Kommentarfeld. Ich habe fertig, Flasche zum Thema leer. Deswegen nur noch einen Kommentar, also nur noch einen Namen pro Kommentar. Wenn ich sehe, das sind mehrere, dann reagiere ich gar nicht mehr drauf. Oder ich gucke mir nur noch den ersten an im Kommentar, genau. George Holden-Reed, meine Vorschläge. Griffeldis, Morbitesse, Danadora. Also Griffeldis. Das gilt ja jetzt noch nicht. Was macht ihr denn? Ah, ich stand hier drauf. War zu weit links. Das Ding ist runtergerutscht. Und hängt immer noch dort. Also nichts passiert. So viel Krach um nix. Ja. Griffeldis ist gemaxt. Ein 100er von dem Baby habe ich leider nicht. Morbitess. Können wir uns reingucken, ob wir da was haben. Morbitess ist auf 50. Hypnomorba. Ist nicht auf 50, aber wir haben nicht genügend XL übrig. Kommt noch Thanatora. Was ist ein Thanatora? Von Tantrak? Nee, von Bitora? Oh mein Gott, peinlich.
So, Thanatora ist nicht gemaxed. Richtig genial. Das heißt, wir können ein Thanatora machen, wo ich nicht mal wusste, was es ist. Kommt auf 3025. Was natürlich ärgerlich ist, ist halt die Tatsache jetzt, dass man die Kommentare nicht mehr sortieren kann nach Älteste und Neueste und sonst was, was halt dann ein bisschen blöd wirkt wieder und unfair ist. Das ist immer noch die Reihenfolge, was jetzt die besten Pokémon sind. Und dann war es das jetzt für diese Folge, denn das waren jetzt 5 Vorschläge von euch, ein Vorschlag vom Thomas, ein Titel-Pokémon. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn ihr nicht dran wart, nicht aufgeben, macht gerne Vorschläge wieder unter dieses Video. Wenn ich ein 100er habe und genügend XL, versuche ich das zu maxen. Guckt euch halt wirklich mal ein Video an, damit nicht jetzt wieder Grifeldis vorgeschlagen wird, obwohl wir gerade gezeigt haben, das ist schon. Die Spaßvögel gibt es aber auch. Und wichtig, hört auf die anderen, wenn es Kritik gibt. Lasst uns das alles zu einem besseren Format machen. Überlegt und gebt einen Pokémon-Namen ab und schreibt nicht immer 30 in einen Kommentar. Wer noch 30 in einen Kommentar schreibt, gucke ich nur auf den ersten und entweder passt das oder nicht. Ansonsten macht halt mehrere. Und wenn das kritisiert wird, dann darf man nur noch einen Kommentar auch abgeben. Jetzt nur ein Pokémon pro Kommentar ist die Regel. Gut, und ihr seht, das Format ändert sich immer wieder. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, meine ich. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Thomas. Ciao. Ich habe immer noch die Mütze auf, siehst du? Tschüss.